Hallo, machst du einen Countdown? Ja, 3, 2, 1. Wir haben gerade zwei andere Leute auf dem Server, nämlich Pixelwolf und Dr. Banks. Und wir suchen einfach jetzt in den Folgen etwas vermehrt nach Kämpfen, weil wir gerne kämpfen möchten. Es ist gar nicht so einfach, weil ich kann euch das System mal ganz kurz erklären, falls ihr es nicht so nachvollziehen könnt. Jeder hat 3 Folgen, die er im Voraus quasi aufnehmen kann. Und die meisten Leute, die jetzt noch leben, nehmen immer 3 Folgen im Voraus auf. Das heißt, man weiß nie genau, wo die sind. Die können halt wo ganz anders schon wieder sein. Aber ja, und Leute zu finden, da muss man halt immer stundenlang warten. Wir schreiben einfach nichts. Ach Manu, das wirkt viel bedrohlicher, wenn wir nichts schreiben, weißt du? Glaubst du, ja, dass wir jetzt Angst haben? Vielleicht. Oder hatten? Wir haben direkt nachgejoint. Ah, hier ist Cola. Ich muss eben einen neuen Crafting Table. Ich habe kein Holz mehr. Oh, das ist mein ganzes Holz. Mach mal ein Crafting Table. Nee. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Guck mal. Oh, ich auch nicht. Tut mir leid. So, jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Warte, hier, ich kann noch eine zerstören. Mach doch erstmal jetzt. Crafting Table. Hä? Hab ich das nicht mit? Hier, warte, ich geb dir ein bisschen Holz. Mach schon. Boah, meine Spitzhacke ist back. Hier. Ja, die spawnt dann irgendwie zurück, voll komisch, voll buggy. Ah, für dich. Kohle. Essen haben wir aber auch nicht mehr so viel, ne? Ich hab noch ein bisschen was. Genau, warte mal. Kannst du Stöcke aufheben? Sind wir doof. Oder ja, kann ich. Ich hab das ganz vergessen. Was denn? Mit dem Braustand. Den soll ich mal craften. Ja? Ja. Gut. Baustand. Haben. Hast du auch eine Spitzhacke, die verzaubern musst noch? Ich hab gar keine Spitzhacke, ne? Aber eine die craften? Spitzhacke ist... Ah, jetzt ist sie weg. Ja. Dann musst du die Stöcke wieder zurückgeben. Oder crafte dir einfach eine. Hast du Eisen? Ich geb dir 3 Eisen einfach. Ja, ich hab alles. Okay, dann crafte du. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gucken an die Oberfläche. Also die Sache ist die, es ist momentan richtig schwer, Leute zu finden. Also ich möchte unbedingt kämpfen, schon seit ewigen Folgen, aber wir finden einfach, also es ist einfach sau schwer, Leute zu kriegen. Was nehme ich denn jetzt hier? Mach, ich will abbauen. Wir verbringen jetzt schon wieder viel zu viel Zeit in dieser Höhle. Warum kommt meine Spitzhacke immer wieder zurück? Oh, es ist verbuggt, ey. Ja, geil. Ich hab sie jetzt schon 8-mal zerstört und sie kommt einfach immer wieder. Schmeiß doch einfach weg. Mir. Ist doch, hab ich doch schon. Das kostet doch eine unnötige Zeit. Komm. So, auf geht's. Ja, geil. Vielleicht treffen wir die beiden ja. Das wäre ganz cool. Okay, hab alles. Sehr gut. Ich sollte mir Blöcke reinziehen. Bam, bam, bam. Bam, badam, bam. Okay, da ist schon eine Oberfläche. Kopf weiter. Immer weiter graben. Ihr glaubt gar nicht, wie lange wir schon einfach Leute suchen. Aber leider nehmen die soweit im Voraus auf. So. Sei vorsichtig. Die denken natürlich, wir sind denen nachgejoint, weil wir direkt nachher gekommen sind. Das heißt, die werden irgendwo sneaken. Also wir brauchen jetzt gar nicht hier. Glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Als ob die sneaken würden. Ich denke, die sind irgendwo unter der Höhle, unter der Erde. Jetzt sehen sie uns und kommen hoch. Natürlich, das wäre krass. Wäre lustig. Bist du bei mir? Ja. Da ist über Lava, cool. Koll. Okay. Was ist jetzt genau... Doch, ich weiß, wo wir hingehen. Komm mit. Wir gehen jetzt zu einem anderen Team. Okay. Sind die zufällig in der Mitte? Nee. Das Problem ist, wir haben gar keinen Anhaltspunkt, wo die sind, weil ihre Folge, die haben jetzt irgendwie schon Folge 20 oder so, nehmen die jetzt auf. Und das heißt, die Folge, wo wir in ihrer Folge zu sehen sind, wird auch erst in ein paar Tagen bei denen kommen. Und ja, weil wir halt momentan etwas aktueller produzieren. Die Frage ist nur, wie soll man sowas überhaupt lösen? Ja, weil vorproduzieren müssen die Leute ja, weil auch nicht jeder jeden Tag aufnehmen kann. Ja, das ist das Problem. Und dadurch. Und stell dir mal vor, jeder würde jeden Tag aufnehmen, da wäre Varo innerhalb von 3 Tagen vorbei. Ja. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Wir hätten auch am Anfang hätten wir auch total viele Leute ohne Equip abfarmen können, aber das war auch nicht unser Ziel. Also, was weiß ich, zum Beispiel. Oh, Essen. Wir sollten uns Essen suchen. Ja? Ja, ich habe nur noch 10 Hühnerfleisch. Ja, Fleisch. Komm her, hier, ich hab ein Schwein abgeschossen. Hier liegt Fleisch. Schieß mich doch mal ab. Hier. Hier möchte ich gerne rein. Oh, dieses Inventar, ne? Warte, wir brauchen die Fackeln. Hier willst du rein, Ja, hier will ich rein. Moment. Hast du die Fackeln aufgehoben? Nee. Nee. Doch gar keinen Platz.
Hä? Aber ich habe zwei Sticks, die werfe ich jetzt. Sind verbuggt? Weg? Ich kann die nicht aufheben. So, jetzt. So. Ja, hier, das ist die Höhle von einem anderen Team. Vorsicht, sei vorsichtig, es können hier Fallen sein. Also geh ganz langsam. Okay. Die Sache ist die, es ist am effektivsten, jetzt in eine andere Höhle reinzugehen, weil wir da natürlich weniger graben müssen. Na, Eisen brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen. Wir haben 8000 Ambosse. Was ist das? Oho. Hä? Okay. Was denn, was denn? Ja, hier ist einfach so ein Durchgang, den sie zugebaut haben. Nur warum? Gehen wir weiter runter. Sei vorsichtig. Ja, bin ich. Ein Ofen, hier ist eine Truhe, die ist nicht gesichert. Eisensachen, aber nichts Wertvolles. Kies, Pflastersteine, nee, nichts Wertvolles. Können wir alles da drin lassen. Bett. Endlich habe ich wieder ein Bett. Ja gut, nimm's mit. Ist hier was drin gelassen worden in den Ofen? Nee. Ich würde aber sagen, wir zerstören die Kiste. Geh mal weg. Nee, würde ich nicht machen. Es bringt uns ja überhaupt nichts, das zu zerstören. Doch, dann haben die weniger. Nein. Oh, schade. Was denn? Ja, guck dir mal, was sie hier angebaut haben. Kannst du dir das nicht denken? Ach, Zuckerrohr? Ja. Kann natürlich sein, komm. Ja, auf jeden Fall. So, hier haben die Dias, gesucht. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier einfach in der Nähe auch einfach Dias suchen gehen, weil das ist natürlich... Wir sind schon auf der guten Höhe. Ich weiß. Es ist genau der Plan gewesen. Weil das Effektivste ist einfach hier jetzt zu graben, anstatt selber nochmal runter zu graben. Ja. Das ist ja total uneffektiv. Lass einfach ein paar Wände hier... Ja, ich bin dabei. Genau. Oh, da ist, ich habe eine Nebenhöhle gefunden. Ja, ich habe eine Nebenhöhle gefunden. Ich bin Simon. Ah, okay, die haben die aber auch schon gefunden, die Nebenhöhle. Okay. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt... Diamanten gefunden. Direkt. Echt? Und die haben nur einen Block da übergelassen. Lol. Da war ein Block zu wenig, haben die abgebaut und ich habe direkt Diamanten gefunden. Guck mal hier. Komm mal eben zu mir. Ja. Guck mal hier. Die haben hier, ein Block war hier noch, hier nur. Es war schon so ein Gang drin, aber hier sind Diamanten. Lol, wie behindert. Also der Gang war schon. Wie kann man denn so viel Pech haben? Ja, richtig Pech für die, aber Glück für uns. So. Ein Dia. Bade. Zwei Dias. Magde! Drei ja. Dias. Oh, Lava. Oh Gott. Vier Dias. Oh, es sind sogar mehr als. Vier Dias. Quotenkarl ist auch da. So, sind jetzt. Will etwa sterben? Na, möchtest du? So, es sind sechs Dias gewesen. Sechs Dias ist eine ganz gute Sache. Wie viele Dias hast du? Drei. Ich kann eine Hose machen. Ja, würde ich direkt sagen, machen wir auch direkt. Komm. Dann grab weiter, leg die hier hin und dann. Pam. So, dadurch, dass wir jetzt. Hallo. Dadurch, dass wir jetzt die Dias hier gefunden haben, würde ich sagen, in dem Chunk suchen wir jetzt nicht unbedingt weiter. Wir gehen erstmal ein Stückchen weiter, weißt du? Ja. Wir gehen jetzt hier effektiv an die Sache ran, Leute. Quotenkaddel wollte doch letztes Mal, als wir ihn aufgehalten haben, in die Hölle. Glaubst du, er ist schon in der Hölle? Weil vielleicht können wir auch Quotenkaddel klatschen. Weil der ist einmal entkommen. Und die Sache ist die. Das viele Leute haben sich gewundert, warum ich so aufgeregt war, beziehungsweise warum ich mich so gefreut habe, dass ich einen Schuss mit dem Bogen gegeben habe. Ich habe mich nicht darüber so gefreut, dass der Schuss getroffen hat. Ich habe mich einfach nur darüber gefreut, dass wir in Kampf waren, weil damit wir halt diesen Kampf hatten. Oh, da ist noch eine Nebenhöhle gefunden. Dann gucken wir mal hier rein. Willst du jetzt echt wieder ein bisschen weiter weggehen, um den nächsten Chunk abzugrasen? Richtig. Hier ist dann sogar... sollten wir uns vielleicht etwas... Alter, was mache ich mit meinem Inventarprofil? Wäre nicht weg, Leute. Ich weiß, es ist dumm, aber... Okay, komm. Man kann es auch übertreiben mit der Kohle. Oh, es geht hier ab. Wo bist du lang? Hier runter? Siehst du mich? Du siehst mich. Ich sehe dich nämlich. Siehst du meinen Namen? Guck zur Seite. Guck zur Seite. Ich dreh mich. Ach, da. Gut. Dreht's immer im Kreis. Ja, gut. Ich gehe da mal völlig woanders hin. Trennen wir uns und ich würde sagen, dann wirst du von irgendwem abgefarmt. Ja, das kann passieren. Und ich dann auch. Okay. Denk dran, wir sind nah am Spawn. Es kann trotzdem sehr gut möglich sein, dass uns jetzt jemand hier... Duck einfach. Genau. Immer ein bisschen mehr ducken als... Als spucken. Ducken, ne? Besser ducken als spucken, genau. Das ist das Motto. Okay. Ach komm, hier muss doch irgendwas sein. Komm schon, gib mir mit Skandias. Ich will doch auch ein paar finden. Hast du eine Hose schon? Ja, gut. Schon an. Redstone. So. Ich will unbedingt jemanden töten, das ist halt die Sache. Aber wie soll man das machen, wenn die alle ständig... Okay, hier ist schon Obsidian. Ah, nee.
Ja, das war ja auch das große Problem der Blutrauschregel. Ah, hier ist aber schon, hat jemand auf jeden Fall schon gebaut. Ich bin in der unterirdischen Spalte, aber ich habe so das Gefühl, wir distanzieren uns so weit voneinander, Manu. Ja, wir sollten uns nicht so weit voneinander distanzieren, auf gar keinen Fall sollten wir das tun. Das fände ich nicht gut. So. Noch ein bisschen Gold mit. Gleich 5 Level. Ey, jedes Mal, wenn ich aus der Hölle komme, wundere ich mich, wie langsam es geht mit den ganzen Leveln. Ja? Ja, in der Hölle ist das echt richtig übertrieben. Ach, wir können ja direkt schon Power 4 Bogen machen, ne? Also die einzigen Teams, wo es momentan nicht so klug wäre, drauf zu gehen, wäre Team Ganz Okay und Team Crafting Spark, weil die haben halt beide jetzt dadurch, also Team Ganz Okay, dadurch, dass sie halt jetzt ein sehr, sehr starkes anderes Team geklatscht haben. Ich habe einen Ofen gefunden, wo ein bisschen Kohle drin war, ja gut. Hier sind auf jeden Fall Sachen am Start. Ja klar, da haben sie richtig viele gute Sachen aufgehoben. Die waren ja vorher schon gut equipped, aber jetzt eben... Und Crafting Spark hat, weil die auch sehr, sehr gute Sachen gefarmt haben und auch Glück hatten, dann so ein Buch zu finden mit... Sie hat nämlich ein Schärfe... 3 oder 4, ne? Schärfe 4 Buch haben die gefunden. Alter, ey. Das war auf jeden Fall auch sehr viel... also das ist natürlich auch sehr gut gewesen für die. Deswegen sollten wir hier ganz vorsichtig sein. Und also ich würde auf jeden Fall... die beiden Teams nicht unbedingt jetzt angreifen, weil es ist equipmäßig so ein großer Nachteil. Manu, wir distanzieren uns sehr, sehr stark voneinander, glaube ich. Ich bin eigentlich noch da, wo wir uns getrennt haben. Ich aber nicht. Ungefähr. warum ist hier nix? Ich habe das Gefühl, die Höhle ist leer. Okay, die ist einfach leer. Ich renne gerade so ein bisschen durch so natürlich entstandene Höhlen durch, weil ich keine Lust habe, jetzt zu strip-minen. Und guck mal, was ich so finde. Da. Wie wär's, wenn wir uns einfach gleich woanders treffen? Oh, ich hab ein paar Sachen gefunden, nämlich ein Villager und ein Skelett. Nee. Wir treffen uns dann gleich einfach beim Spawn. Was? Jo. Willst du alleine an die Oberfläche? Ja. Okay. Okay. Und warum? Was will ich da? Spaß? Nee. Oh, Smaragd! Ja, mein zweiter heute! Sehr gut. Ich hab Smaragd-Glück, du hast Dia-Glück. Das ist auch gut. Hier ist ein kleiner Höhleneingang, aber ich glaube, den hab ich gemacht eben. Ich glaube, ich bin wieder bei dir. Kann das sein? Warte mal. Hör auf zu shiften. Nee, ich... Ja, ich... Oh, nochmal Smaragd! Ja! Hä? Hast du hier eine Eisenhose hingeworfen? Ja. Das ist ja das, wo du deine Dia-Hose ausgetauscht hast. Ja, ich bin da, wo du die Eisenhose hingeworfen hast. Bist du da in der Nähe? Ich hab Gold. Ja, ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen noch nicht. Namen. Ich seh dich im Kreis, vielleicht findest du mich. Wo bist du? Versteck dich nicht. Ah, stimmt, okay. Ich sollte aufhören zu sneaken. Richtig dumm. Ah, da bist du. Hallo, ich hab dich gefunden, ohne dass ich deinen Namen gesehen hab. So. Ja, Platzprobleme, ne? Bann 1. Oh, Mann. Ich habe leider nichts mehr Interessantes gefunden, nur eine Schlucht und ein paar Mobs und so, aber... Wie viele Level brauchen wir denn, um unsere Bögen weiter auszubauen? 14 oder 18. Oh, Lava. Ach so, zugemacht mit dem teuren Quarz. Ich fahre einfach mal... Ja, 9 Level. Einfach mal in die Wände rein. Dr. Banks und Pixelhoff werden jetzt gekickt, das heißt, wir werden jetzt auch jeden Moment gekickt. Eine Minute vielleicht noch. Ja. Ach komm, einmal Dias, jetzt komm, Spiel, komm, einmal. Einmal. Bitte, komm schon. Einmal. Okay. Ich bin auf ihre Folge gespannt, ob die dachten, wir sind auf der Jagd nach ihnen. Das Problem ist, wir können sie halt nicht jagen, weil wir nicht wissen, wo sie sich befinden. Hast du hier ein Crafting Table hin? Warte mal kurz. Ich hab's wieder mitgenommen. Hier sind richtig viele Fackeln platziert. Richtig viele Fackeln. Nicht und von hier, mir. Und hier lagen Items. Als wäre hier gerade gestrip-mined worden. Hä? Warte mal. Aha. Ja, wir sind auch auf einer viel zu... Ist jetzt viel gleich zu, so. Vor allem einer in dir. Das ist eine viel zu tiefe Höhe auf jeden Fall, aber... Oh, da ist ein Creeper. Hallo. Ich grab einfach mal... Ja, die haben hier so ein Strip-Mining-Ding schon gemacht und grab ich einfach mal hier rein. Komm, wir haben hier noch eine Minute. Ich weiß nicht, ob das schon länger her ist oder ob das jemand anders gemacht hat, keine Ahnung. Der Chunk könnte ja auch nicht geladen sein. Ja, das wir waren aber in der Nähe relativ. Okay, ich werde 15 Sekunden gekickt. Wenigstens klappt das Backend wieder.
Okay. Ja so, gut, wir haben wenigstens Dias gefunden. Wenigstens haben wir Dias gefunden und haben unsere Position gewechselt. War sogar eine ganz effektive Folge und Lava gefunden. So. Schade. Ich würde einfach so gerne kämpfen. Mann. Du kannst auch mich töten. Ja gut, mach ich nächste Folge, okay? Ja, okay. Okay. Wir treffen uns da, wo die Hose lag. Gut, okay. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Es war zwar ein bisschen serious so, die ganze Zeit sehr ernst miteinander gesprochen, aber ich finde, momentan ist es einfach wichtig, dass wir jetzt da sehr konzentriert an die ganze Sache rangehen. Ja. Uns fehlt ja auch nicht mehr so viel. Also wir sind ja schon relativ weit mit den Verzauberungen und wenn wir dann noch ein bisschen Dia finden, ja, Schuhe klar, und ja. Helm, wir hatten noch bis jetzt kein gemacht. Einziges Zuckerrohr, haben auch immer keine Bücher, die wir uns machen können. Unsere unsere Rüstungsverzauberungen sind natürlich dann auch ein bisschen schwieriger. Aber wir geben unser Bestes. Also ich denke mal, wir haben gegen alle Teams eine relativ gute Chance, bis auf momentan vom Equip her ganz okay und das Crafting Spark, weil die haben echt einen riesen Equip-Vorteil. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Aber das kriegen wir noch hin. Gut, haut rein, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao, ciao. Bis später.